Willkommen zurück hier bei Survival Pro. Das Video, was wir uns heute mal anschauen wollen gemeinsam, das triggert mich eigentlich schon wirklich 2 Wochen oder so, seitdem ich das entdeckt habe. Und zwar geht es hier um das Thema Preppen für Anfänger. Und ganz ehrlich, das ist ja eigentlich auch genau die Zielgruppe von meinem Kanal hier, ne? Preppen für Anfänger, wie auch für Fortgeschrittene, so ein gewisses Stück weit. Aber natürlich möchten wir das System der Krisenvorsorge, Prepping, wie es auf Neudeutsch heißt, natürlich so viel wie möglich Menschen beibringen. Und wir werden auch nie müde, damit das fortzuführen und immer wieder anzusprechen und auch immer wieder für die neuen Abonnenten quasi ins Gedächtnis rufen, worum geht es eigentlich dabei. Weil je mehr Menschen vorbereitet sind auf mögliche Krisen und Katastrophen, desto besser wird das dann natürlich wirklich im Ernstfall. Desto weniger haben die Behörden wie die Feuerwehr, THW, Rettungsdienste, natürlich auch die Bundeswehr zum Beispiel, was jetzt mich betrifft, zu tun oder können sich halt um die Sachen kümmern, die halt ja stärker betroffen sind, natürlich noch von Krisen und Katastrophen, als die Menschen, die halt vorbereitet sind und einen gewissen Zeitraum eben überbrücken können, weil sie eben Vorräte haben, so wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophen auch empfiehlt. Okay, genug der Vorrede. Das ist ein Kanal, der nennt sich Infrarot, Sicht ins Dunkel. Kannte ich so noch nicht, hat mittlerweile fast 50.000 Abonnenten. Das Video ist ein Jahr alt, hat schon 14.000 Aufrufe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber bevor wir starten, noch ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar sind gerade bei Survival Pro, bei unserem kleinen Online-Shop, die Black Weeks. Also Black Week hier, ne? Hier Rabatttage. Bis Freitag, bis diese Woche Freitag, 1.12., gibt es das noch 20% auf alle Artikel, die wir so haben im Shop. Einfach quasi den Rabattcode Lager23 im Warenkorb eingeben und 20% auf den Einkauf erhalten. Okay, das dazu und jetzt starten wir direkt rein in das Video. Im Jahr 2016, da gab es hier in Deutschland, unbemerkt vom Großteil der Bevölkerung, so etwas wie eine Zeitenwende. Damals empfahl die Bundesregierung noch unter Angela Merkel, den Bürgern ja eine Art Notvorrat anzulegen für einen, ja sagen wir, Blackout oder einen Angriffskrieg etc. pp. Heute sind wir diesem Notfall, man könnte sagen, näher denn je. Und darum haben wir entschieden, wir legen uns heute mal so einen Notvorrat an. Innenministerin Faeser rät ja den Bürgern gerade zum Anlegen eines Nahrungsmittelvorrates für wenigstens 10 Tage. Haben Sie da irgendwas getan? Da lacht schon die Erste. Das ist ja genau das. Das ist ja genau der Punkt. Irgendwie ist diese Message bei vielen, ich würde mal sagen, wirklich bei der Mehrzahl der Bürger noch nicht angekommen, bei den Bürgern und Bürgerinnen, ne? Ist klar. Ist der einfach noch nicht angekommen und die finden das vielleicht sogar lustig. Und ganz ehrlich, das hätte ich vor dem Jahr 2014, wo ich zu diesem Thema gekommen bin, durch die Bundeswehr, hätte ich das wahrscheinlich auch so gesehen. Wie auch gesagt, haha, so ein Quatsch, ja, brauchen wir alles nicht. Bin mal gespannt, wie sie hier reagiert. Aber es wird wahrscheinlich so in die Richtung gehen. Wir sehen es ja schon. Nein, Nein. würde ich auch nie tun. Ja, würde ich nie tun. Na, auf gar keinen Fall, nein. Warum nicht? Ja. Ja, warum nicht? Weil ich nicht denke, dass ich übermorgen verhungert im stillen Kämmerlein sitzen werde. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Die Fähigkeit, Risiken einzuschätzen und sich darauf vorzubereiten, das haben wir nicht. Das haben die meisten Menschen, haben das eigentlich, habe ich auch nicht. Ja? Deswegen ist es umso wichtiger, den Rat von Experten zu folgen und einfach mal ja, das zu machen, was eben angesagt ist und nicht, ach ja, nee, ach nee, ich habe da das Gefühl, das brauche ich alles nicht. Ja, ist ja klar, du hast ja auch keine Berührungspunkte damit. Woher, ja, wo, wie willst du es denn wissen? So, mal gespannt, was die nächste sagt hier mit dem coolen Tattoo am Hals. Nein, ich habe einen Hamster, der macht mir das zwar super vor, aber ich selbst verzichte darauf. Oh Gott, was für eine Grütze, gell? Naja, gut, ist halt so. Was willst du machen? Frag doch mal irgendeinen auf der Straße, da kriegst du halt so eine Antwort. Was, ja. Die Frage ist halt, warum zeigen sie genau das, ne? Aber ist ja wahrscheinlich irgendwo eine Idee dahinter. Ich glaube, wir haben ein Päckchen Klopapier zu viel seit 2 Jahren. Also Ein Päckchen Klopapier zu viel? Na klar, natürlich. So schön behalten einfach, aber ansonsten nicht. 5.000 Euro für Geld ist gesorgt. 5.000 Euro, Alter, was wird das? Eine Packung Ibuprofen 400er, groß. Das gleiche nochmal als Paracetamol. Eine Schnupfenendrine. Kohletabletten. Ibuprofen, Paracetamol, Kohletabletten, nur für den Notfall. Ja, kann nicht schaden, sowas zu Hause zu haben. Definitiv. Ibuprofen, Paracetamol. Finde ich irgendwie ein bisschen Quatsch. Also, wenn man das als Innenministerin sagt, dann muss man sich dabei was denken, natürlich. Aber das dann so krass auszudrücken, dass man sich einen Vorrat anlegen sollte, ist schon ein bisschen hart, finde ich. Alter, was ist denn daran krass?
einen Vorrat zu haben. Das ist doch überhaupt nichts krass. Krass ist doch, wenn du keine Vorräte hast und vom ersten Tag an im Ernstfall auf fremde Hilfe angewiesen bist. Das ist doch krass, oder? Oder wenn mal überraschend Besuch kommt und ja, ich habe nichts da, es ist nichts da. Oder wenn mal Schneeeinbruch ist, Wintereinbruch, wie aktuell gerade in weiten Teilen Deutschlands, oder zumindest in einigen Teilen Deutschlands, ist ja Schneechaos aktuell. So, da ist doch schön, wenn man mal nicht erstmal das Auto freischaufeln muss und einkaufen fahren muss, wenn man einfach für ein paar Tage Vorräte hat. Was ist denn da dann krass, bitteschön? Wirklich, meine Meinung. Krass ist, wenn du nichts hast. Das ist doch krass, das ist doch extrem. Nicht. Feuerzeug, Benzin, Zippo, habe ich daheim. Also ich rechne nicht damit, dass wir Blackout haben. Also die Regierung rechnet schon damit. Also dass die Gefahr, dass die steigt, ist ja allgemein bekannt. Ja, das ist richtig, aber so ein bisschen Panikmache. Die haben aber auch wirklich alle Klischees direkt gleich verwurstelt, ne? Hier, Ich finde, man sollte erst das soweit mit den Leuten absprechen, wenn es wirklich soweit ist. Genau das ist verkehrt. Wenn es erst soweit ist, na, dann entstehen noch die Engpässe. Dann werden noch die Regale leer gekauft. Dann, wenn sie dann erst ins Handeln kommen und plötzlich Panikkäufe machen, das ist doch das, was dazu führt, dass überall die Regale dann leer sind mit bestimmten Sachen. Haben wir es doch alles schon erlebt, ne? Ich erinnere mal, letztes Jahr Ukraine, vor 3 Jahren, Corona, wo das losging, wo viele Leute Quarantäne hatten und so weiter und so fort und plötzlich Regale leer waren halt. Also das ist halt dann einfach zu spät. Das ist das, so machen es die Amateure. So. Das so machen es die Amateure, die sagen, ach, wir machen erstmal nichts, wir warten erstmal ab und wenn es soweit ist, dann können wir uns immer noch Gedanken machen. Aber als die Profis im Bereich Zivil- und Bevölkerungsschutz können so nicht arbeiten. Natürlich hast du eine Eventualfallplanung. Ein Plan, der in der Schublade liegt, wo du genau weißt, okay, die Sachen, die habe ich vorher schon da, die muss ich vorbereiten und das mache ich dann, wenn es soweit ist. Oh. Lebensmittel. Ganz wichtig. Also wir haben jetzt keinen. Sag mal, das ist doch auch in Berlin, oder? Das ist doch hier Olnauer Straße, kann das sein? Einkaufszettel oder sonst was? Na klar, Alnatura, der Aldi gegenüber der Edeka. Kaufe ich ein. Ich bin gespannt. Ich weiß es noch gar nicht so genau. Innenministerin Faeser rät den Leuten jetzt, einen Lebensmittelvorrat anzulegen. Haben Sie irgendwas in der Richtung getan? Nein. Wir leben nach wie vor, wie wir auch vor den ganzen Krisen gelebt haben. Und ich sag mal, die Leute werden so verrückt gemacht mit allem. Jeder ist aufgeregt, jeder wird aufeinander aufgehetzt und so weiter. Diese, oder? Und die Zeit ist einfach nur ganz schlimm. Diese. Aber da kann man mal sehen, was da wirklich in der Bevölkerung tatsächlich ankommt von den Hinweisen vom BBK. Da kann man mal sehen, was da ankommt. Und ich bewerte das mal so, dass das schon gut repräsentativ ist, dass die Mehrzahl der Menschen tatsächlich so drauf sind. So, betrifft uns nicht, ist eine Panikmache. Kann man schon Bohnen und vorstellen. Gemüse-Couscous-Suppe. Steckrübe. Habe ich schon 5 Konserven. Wir haben nur 3 Packungen Mehl und eine Flasche Öl zur Seite gepackt, mehr nicht. Wir haben keinen Vorrat. Man kann sich ein bisschen was zur Seite packen, aber man sollte aber auch an die Mitmenschen denken. Ja, aber darum geht's doch. Wenn du in sicheren Zeiten nach und nach immer stückweise was kaufst, dann kann das doch der Einzelhandel gut austarieren. Das ist doch das gar kein Problem. Das führt nicht zu leeren Regalen. Das Problem ist, wenn die Menschen das nicht haben und dann, wenn der Ernstfall eintritt, dann plötzlich Panikkäufe machen. Das ist auch der große Unterschied zwischen Hamsterkäufen und einem richtigen Vorrat. Aber da könnt ihr auch gerne mal auf der Seite vom BBK nochmal nachschauen. Warte mal, das machen wir mal direkt gleich. Ich habe da gerade auch direkt Bock drauf. BBK-Bund.de. Jetzt hoffen wir mal, dass es geht. Ja, scheint zu funktionieren. Warnung und Vorsorge. Also die Seite von der Bundesbehörde, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sekunde, ich blende mich da mal kurz rauf, dass man es besser sieht. So, Cookies ja alle ausgewählt. Die haben doch da eine Menge Vorsorge für den Notfall. Da guckt man mal drauf. Für alle Fälle vorbereitet sein und so weiter. Und hier sind so Fragen. So, Kochen ohne Strom zum Beispiel, warum sollte ich vorsorgen? Bevorratet Deutschland Jodtabletten? Kommt ja auch manchmal die Frage auf, ne? So, und jetzt, warum wir das machen, der hat das ja aufgeworfen, hat gesagt, ja, es wäre ja nicht solidarisch. Das ist ja totaler Quatsch. So,
Eher in dieser Frage, oder diese Frage wird hier vom BBK beantwortet, ist ein Notfahrer das gleiche wie Hamstern und ist das nicht schlecht für die Gemeinschaft? Wir gucken mal, was das BBK dazu sagt. Es sagt, Hamstern beschreibt in unserem heutigen Sprachgebrauch das Horten von Lebensmitteln oder anderen Dingen, die vermeintlich knapp werden könnten. Hamsterkäufe sind somit impulsiv und wenig durchdacht. Sollten Güter tatsächlich einmal knapp werden, ist es zudem ziemlich unsolidarisch, Produkte über den persönlichen Bedarf hinaus zu horten. Der Notvorrat hingegen wird in sicheren Zeiten ganz gezielt mit dem Nötigsten angelegt, damit man etwa 10 Tage problemlos überbrücken kann. Wenn jede und jeder Einzelne in sicheren Zeiten einen Vorrat anlegt, können Engpässe im Ernstfall gemeinschaftlich überbrückwegen. Ein Notvorrat ist daher sogar gut für die Gemeinschaft. So, jetzt habt ihr es nochmal gehört. Ich predige das ja schon seit 2016. Ihr habt das jetzt nochmal von alleroberster Stelle, von der obersten Bundesbehörde, die das auch quasi so empfiehlt. Also kommt mir nicht mit solchen Sachen wie, die ist ja unsolidarisch, ist ja Quatsch. So, okay, ne? Also weitermachen, los geht's. Jetzt habe ich 4-mal Fisch. Was macht er denn da? Was schleppt er denn da raus? Milch oder was? Der kauft so ein ganzes Ding Fisch. Ja, das klar. Ist, glaube ich, auch. Und der ist ein Krabben. Die Leute hamstern und hamstern. Ich weiß nicht, was das soll. Wie kann der Regierung den Leuten raten zu hamstern? Und was sollen die hamstern? Sonnenblumen. Also zum Thema Wasser. Erstmal hamstern ist ja schon mal das falsche Wort. Und was findet ihr auch alles in dieser persönlichen Checklist hier vom BBK? Download, kostenlos, auf der Seite von BBK, auch immer verlinkt unter jedem meiner Videos. Und sagt das auch mal diesen Menschen, die davon keinen Plan haben. Sagt das denen ruhig mal. 5 Euro eine Flasche. Boah. Das hat vor kurzem noch, ich weiß nicht, man hat 90 Cent oder sowas hat das vor kurzem noch gekostet. Also irgendwie, und wenn man dann die Bilder sieht aus anderen Ländern, da sind die Regale voll. Also angeblich auch, ich habe schon welche gesehen online. Und dann siehst du, dass die haben alle die deutschen Banderolen. Also hier fehlt das Olivenöl. Und in anderen Ländern steht es angeblich, wie gesagt angeblich, palettenweise in den Supermärkten. Und dort sind die Preise niedrig. Komisch. Inszenierte Krise? Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, da haben wir sicherlich auch die ein oder andere Mark mit verdient. Ne? Ganz klar. Ich habe eine Flasche Öl gebunkert. Die reicht mit Sicherheit für nächstes Jahr noch mit. Also das heißt, Sie würden sich dann nur von Öl ernähren? Nein, das nicht, aber wir haben ganz normal unseren Lebensmittelbestand, wie immer. Ja. Und der beinhaltet keine größeren Vorräte. Mehl. Typ 630. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Dinkelmehl. Klopapier. So. Taschentücher. Sie machen sich da gar keine Sorgen, dass zum Beispiel ein... Aber guck mal, er kauft ja quasi alles zum tagesaktuellen Preis ein. Es wäre doch wirklich viel, viel cleverer, wenn man die Sachen nach und nach kaufen würde. Und zwar ganz gezielt, wenn die auch im Angebot sind. So, ich habe ja ein Video dazu gemacht, ihr findet das auf meinem Kanal, wo ich mein Vorratsregal vorstelle, meinen kleinen Prepperkeller mit den 2 IKEA-Regalen. Und da ist, würde man sagen, 80% tatsächlich im Angebot gekauft für 20-30% und mehr, die ich gespart habe. Das ist doch viel cleverer, sich das nach und nach zu kaufen, nicht auf einen Schlag. Lockdown kommen könnte, ein nächster, oder dass auch die Lieferketten im Falle eines weiteren Lockdowns einfach so kaputt sind, dass so schnell kein Nachschub kommt? Nee, die Sorgen mache ich mir nicht. Ja. Ich mache mir die Sorgen ja auch nicht, deswegen habe ich ja Vorräte, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Tüte Erdnüsse. Aber ich glaube, das sind auch wieder so Menschen, die den ganzen Tag oder ein ganzes Jahr mit der rosaroten Brille durch die Gegend laufen und wahrscheinlich auch mal lachend in die laufende Kreissäge laufen. Ich nehme auch eine Tüte Walnüsse. Also Nudeln. Nehmen wir mal 3. Chili ohne Fleisch. Das stellen wir gleich mal wieder zurück. Ich wollte schon sagen jetzt, Chili ohne Fleisch. Leute. 31.07. Das hält sich gar nicht so lang. Ist auch erstaunlich, wie viele Leute noch mit Masken durch die Gegend laufen. Ne? Also komisch, dass die nicht preppen. Also die müssen sich doch so bedroht fühlen. Mhm. 88.64.
Das ist jetzt ehrlich gesagt weniger, als ich befürchtet habe. Und ich bin auch ziemlich sicher, damit komme ich. Guck mal hier, Cremedusche, Zahnbürsten, auch alles dabei. Immer nur einmal, ey. Krass, ey. Wenn ich sehe, was ich alles gebunkert habe an Hygieneartikel, also Zahnbürsten, mindestens 5 bis 10 Bar. Aber habe ich ja auch mal ein Video drüber gemacht. Mein Hygieneartikelvorrat. Also ich bunkere einfach immer so einen Jahresvorrat für die ganzen Sachen. Wäre noch nicht schlecht. Ja, mein Gott, die kaufst du doch im Angebot. Wenn sie günstig sind, dann schlägst du zu. Warum soll ich da? Wegen einer. Ganz ehrlich, ich laufe doch nicht wegen einer Zahnbürste in den Supermarkt oder wegen einer Dusche. Ich weiß gar nicht. Doch, über 10 Tage, da komme ich hin. Eine Person mit den Medikamenten und allem, was ich jetzt gekauft habe, immerhin 110 Euro. Was jetzt natürlich noch nicht dabei ist. Das geht doch aber. Das sind im Endeffekt 10, 11 Euro pro Tag. Ist doch jetzt auch nicht übertrieben teuer, oder? Also ist irgendwie, ich habe noch nicht bedacht, was passiert danach. Mal angenommen, wir haben einen Blackout und der dauert meinetwegen 20 Tage oder länger. Dann muss man natürlich auch für die Tage danach vorbereitet sein. Und ja, man bekommt natürlich kein Geld mehr. Man bekommt kein Geld mehr am Automaten. Da ist nichts zu wollen. Viele Leute würden vielleicht, ich wollte doch gerade sagen, hier Wettingen, Wilmersdorf, selbst noch nicht mal mehr Bargeld annehmen. Das ist gut möglich, dass die Leute nicht mal mehr Bargeld wollen, weil das plötzlich auch keinen wirklichen Wert mehr hat, weil das Vertrauen verloren geht. Eine sichere Währung in Krisenzeiten ist immer Alkohol und Zigaretten. Wir waren jetzt im Aldi, deswegen haben wir da noch nichts. Ja, da recht. Also unter anderem, ja, Zigaretten als Tauschmaterialien. Aber auch da für alle neuen Abonnenten hier habe ich auch schon einige Videos mal quasi hier angeschaut zusammen mit euch zum Thema ja, Tauschmaterial für die Krise. Klar, aber immer Alkohol, Zigaretten, natürlich so kleine Taschenrutscher, aber auch Akkus, Batterien und. Eine riesenlange Liste, was du alles als Tauschmaterial verwenden kannst, wenn zum Beispiel die Möglichkeit nicht mehr besteht, ja, mit Geld oder an Geld ranzukommen oder mit Geld einfach Geschäft abzuwickeln. Gekauft. Aber irgendwie ein paar Stangen Zigaretten ist immer eine krisensichere Währung. Auf jeden Fall. Oder auch hochwertiger Alkohol. Jetzt nicht irgendwie 5 Euro Wodka aus dem Aldi-Regal, sondern, keine Ahnung, Johnny Walker, Southern Comfort, irgendwas mit Namen, Glenfiddich, irgendwas in der Richtung. Das wird immer genommen, ja, auf jeden Fall. Und auch, wie gesagt, eine Stange Marlboro, das ist eine krisensichere Währung. Mhm. Und was auch wichtig ist, bevor euch ja, der Staat mit seiner Geldpolitik, ja, oder auch die Banken das Geld einfach wegfressen, ja, da kann man natürlich auch sein Geld oder das bisschen Geld, das man hat, absichern. Und darum kaufen wir jetzt ein bisschen Gold. Haben Sie vielleicht in Gold investiert? Haben Sie irgendwas in der Richtung? Nein, habe ich leider. Das heißt leider, man weiß ja auch nicht, wie es da dann damit aussieht. Habe ich gar nichts. Also ich habe mein normales Gehalt und natürlich, man hat ein bisschen was angespart. Aber es wäre auch schade, wenn das dafür dann draufgehen würde. Man möchte ja auch mal in den Urlaub fahren oder hat größere Anschaffungen, die man mal braucht. Da warte ich wirklich jetzt einfach mal ab, weil es kann keiner sagen, wie es weitergeht. So, wir stehen jetzt hier vor der Degussa. Ich muss sagen, ich habe noch nie irgendwo Gold eingekauft. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Ich werde einfach reingehen, Geld auf den Tisch legen und sagen, ich hätte gern Gold gekauft. Ich bin gespannt. Ich auch. Wir haben ja wirklich eine hohe Inflation. Sie wird vermutlich weiter steigen. Das heißt doch schon ganz offiziell, dass das so schnell nicht sinken wird. Haben Sie sich da irgendwie abgesichert? Brauchst du doch gar nicht fragen. Die hat doch die rosarote Sonnenbrille schon tätowiert. Die ist doch schon implantiert, die Sonnenbrille, in die Iris hier, oder? Nein, aber das liegt daran, dass mein Lebensstil grundsätzlich nicht so ist. Also ich lebe seit 30 Jahren so, dass ich immer so ganz gut durchkomme. Also von der Hand in den Mund, ne? Und hat bis. Jetzt immer funktioniert. Zwei Feinunzen. Fünf. Ja, hab ich. Haben Sie irgendwie was angelegt? Haben Sie gesagt, ich kaufe mir jetzt Gold oder Münzen oder irgendwas in der Richtung? Na, ich habe einen Bausparer. Und den lasse ich mir dann auszahlen, kurz bevor es dann soweit ist. Genau, weil man es ja auch weiß. Kurz bevor es ist, dann um 16 Uhr noch schnell, wenn du weißt, morgen geht die Krise los. Komm, dann lasse ich mir noch schnell den Bausparer auszahlen. Natürlich, klar. Funktioniert ja auch nur so, klar, logisch. Kommt ja dann auch am nächsten Tag direkt vor der Haustür, wird das Geld dann überreicht. Ey, was da los ist. Bin mehr oder weniger. Ich sehe schon, ich muss viel mehr Videos machen.
Ja, wir müssen einfach viel, viel mehr Menschen erreichen hier. Das ist unfassbar. Aber es ist so erfrischend, wieder zu sehen, was da los ist hier. Damit mache ich dann weiter, aber ansonsten Unglaublich. Statussymbole sind auch einige da, die dann. Genau, wahrscheinlich so die Sneaker für 300 €, weißt du, aber kein Pfennig auf der Seite, ne? Dazu dann benutzt werden könnten. Natürlich. Also Wertaufbewahrung, ja? Genau. Wieder wäre, ja. Was haben wir da? Wir haben Schmuck und so und genau. Bin Rentner, da kommt jeden Monat automatisch was dazu. Sehr gut. Der spricht wie wenn er hier aus meiner Gegend wäre. Von der Sache her, denke ich, bin ich auf der sicheren Seite. Vielen Dank. Ja, also ich habe jetzt Gold gekauft. Wie gesagt, zum ersten Mal in meinem Leben für 4.000 €. Echt? Bisschen Gold, bisschen Silber. Werde ich gleich auch noch mal 4.000 auspacken. 12 Münzen Krügerrand Silber und ja, zweimal Feinunze Gold. Tja. Kannst du aber auch nicht essen im Notfall, ne? Na, für alle, die es noch nicht wissen, es ist ja schön, Gold und Silber zu haben. Aber auch da muss man wieder das Haus verlassen. Man muss wieder erstmal Tauschgeschäfte machen und. Kannst das nicht essen? Auch ein 100-Euro-Schein, das schmeckt nicht. Nee, kannst du auch panieren und frittieren, aber es schmeckt trotzdem nicht. Zombie-Apokalypse kann kommen. Das ist lustig, die Mützen da so besetzt. Hallo. Ich habe halt leider sehr viel gekauft. Sehr viel, ich weiß ja nicht, wohin das geht. Und zeitweise, sag ich mal, muss man auch eine Weile Guck mal, er ist aber ordentlich ins Schwitzen gekommen hier. Guck mal, Schweiß total hier oben. Ne? Fernseher auslassen, die Medien auslassen und einfach nur mal so leben, ohne sich von allem verrückt machen zu lassen. Ne? Es gibt ja zwei Schienen, die eine, die in die eine Richtung verrückt macht und die andere, die in die andere Richtung verrückt macht. Und man muss sich immer seinen Mittelweg suchen und auch bei seiner Meinung bleiben. Ja, auf gar keinen Fall irgendeine andere Meinung annehmen oder einen Rat von Experten. Bleib einfach immer bei deiner Meinung. Das wird schon passen. Ne? Immer bei seiner Meinung bleiben. Auf gar keinen Fall weiterentwickeln. Auf gar keinen Fall irgendwelches Wissen vermehren. Nein, bleib bei deiner Meinung. Bleib so, wie du bist. Das ist immer die beste Lösung. Bleib so, wie du bist, auf jeden Fall. Du darfst, ne? Da, ich sag mal, sich nicht manipulieren lassen, weil das ist ja zurzeit ganz schlimm. Ja, das ist auch totale Manipulation, wenn ein Bundesamt sagt, ihr sollt mal Vorräte anlegen, damit im Ernstfall, weil die Rettungskräfte niemals überall gleichzeitig sein können bei einer Großschadenslage und ihr vielleicht ein paar Tage euch selber helfen müsst und ohne Einkaufen auskommen müsstet für ein paar Tage. Das ist ja auch totale Manipulation. Ja, ich glaube wirklich, das ist so. Ja, viele, viele denken so. Sie sind einfach so drauf, so, ich lasse mich nicht manipulieren, ja, das ist doch alles nur Panikmache. Ich mache das so, wie ich es immer gemacht habe. Und ich setze mich jetzt hier mal auf mein Klopapier. Ja, genau. Jetzt kommt noch die Armbrust gleich noch, ne? Jetzt muss ich es nur noch bewachen. Das war's. Und trotzdem gut irgendwie. Ich fand's lustig. Ja, ich muss noch mal gerade gucken, was ist das überhaupt für ein Kanal? Was machen die überhaupt eigentlich alles? Infrarot, Sicht ins Dunkel. Für alle, denen der Mainstream-Meinungstunnel zu eng ist, Kommentare, Interviews, Medienanalyse, Talk und Reportagen. Ja, ist eine Infrarot-Medien-UG. Oh, die haben auch eine Webseite. Dann gucken wir doch mal rein. Nochmal so rein, Interesse halber. Also ich fand es schon echt gut produziert, gut gemacht. Infrarot, Narrativ, Schlaf, Kommentar, Infrarot im Gespräch, Podcast, bla bla. Und jetzt Wissenschaftler auf Abwägen. Berufslügner, okay, verstehe ich gerade nicht, aber Narrativschlaf, Live, Kommentar. Gibt es da sowas wie ein Impressum eventuell? Okay, hier kommen erstmal eine ganze Reihe von Videos. Okay, Telegram, okay, das wundert mich jetzt nicht. Impressum, okay. Okay, Berlin, ja.
Ein Infrarot-Medium, okay, haftungsbeschränkt. Okay, ja, das weiß ich auch nicht viel mehr als vorher. Aber egal. Also, ja. Nochmal zu dem Video. Was auch immer die da machen hier. Gesichert rechtsextrem, live kriegstüchtig. Aha. Mit was die sich alles so befassen. Ja, spielt ja keine Rolle. Ich pick ja nur das Video raus oder die Themen, die mich tangieren, die hier meinen Themenschwerpunkt auch betreffen. Und da ist es ja dabei, ganz klar. Und auch 476 Kommentare. Guck mal. Das Thema ist eben nach wie vor, ja, will ich sagen, gehypt. Auf gar keinen Fall. Auch nicht unbedingt Trend. Aber es ist auch nicht gerade uninteressant. So, wir lassen auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da, auch gerne mal, wenn ihr da Bock habt, hier natürlich auf den Kanal Infrarotsicht ins Dunkel mal gucken. Also Abo wird es jetzt für mich, glaube ich, nicht lohnen, aber immerhin, und ich habe es ja bereits anfangs gesagt, es kann nicht schaden, so oft wie möglich auf dieses Thema hinzuweisen. Mein ganzer Kanal dreht sich ja um dieses Themen, diesen Themenbereich, dieses Universum, Prepping, Krisenvorsorge, Survival, natürlich alles, was dazugehört, und man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, ganz klar. So, dann sind wir mit dem Video auch durch. Ganz zum Schluss noch mal ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wie gesagt, anfangs schon erwähnt, hier laufen gerade die Black Weeks, und die Black Week bis ja, Freitag, der 1.12. Heute ist der 28.11. Noch ein paar Tage, muss dazu sagen, das hat man sowas tatsächlich noch nie gemacht, aber wir sind gerade ein bisschen am Umstrukturieren. Die Firma ist ja strategisch leicht neu ausgerichtet worden, und wir brauchen einfach den Platz tatsächlich im Lager für andere Vorhaben, und deswegen geben wir einen kleinen Rabatt, 20%, aber halt nur bis diese Woche Freitag. Also wer Bock hat, einfach mal auf den Link klicken, survival-pro.de, und dann mal gucken. Denk mal, für jeden was dabei, von Rucksäcken, Powerbanks, Solarmodule bis hin zum Dosenbrot, ja, Langzeitlebensmittel, alles, was das Herz begehrt, was für Prepping, Krisenvorsorge natürlich geeignet ist. Okay, prima. Dann sind wir durch mit diesem Video. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Auch gerne mal den Kanal abonnieren. Gerne mal einen Kommentar da lassen. Ich lese so ziemlich jeden Kommentar. Klappt nicht immer mit zurückkommentieren oder antworten. Da habe ich tatsächlich nur ein paar kleine Zeitfenster in der Woche, wo ich das mal anschauen kann und dann auch reagieren kann. Aber lesen tue ich so fast alle. Ja, könnte man so sagen. Okidoki. Dann tschüssi, macht's gut. Bis demnächst.